Ich muss mit Ihnen über Cherie sprechen. Er steht erst am späten Nachmittag auf. Das Kind bringt mich noch ins Grab. Er bringt mich ins Grab. Er respektiert mich einfach nicht mehr. Aber auf das, was Sie sagen, würde er sicherlich hören. Cherie. Ich fühle mich immer so erschöpft. Du hast recht, du siehst gar nicht gut aus. Vermutlich mache ich mich vollständig zum Narren. Aber warum auch nicht? Das Leben ist so kurz. An seinem Charakter ist nichts auszusetzen, hauptsächlich, weil er wohl keinen besitzt. Los, verschwinde und komm mir nie wieder unter die Augen. Niemals? Niemals. Verschafft ihn das Genugtuung, so boshaft zu sein? Es trägt zu meiner Erheiterung bei. Wie sehe ich mit dieser Haube aus? Wie ein alter Sträfling. Haben Sie denn keine pikanteren Details für uns? Oh, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.